unbedingt alles machen. Vor allem diese Dingsbums. Vor allem diese Kristallsammeldinger nicht. Ich will eigentlich nur genug, damit ich einen Scharfschussbogen habe. Der Rest ist mir eigentlich relativ semi-egal. Weil, wie gesagt, ich will das Spiel nicht zu 100% durchspielen. Das habe ich beim ersten Mal und beim zweiten Mal im Stream dann ein paar Monate später auch noch. Also nicht 100%, aber zumindest die Hauptstory. Und hier will ich jetzt im Stream eigentlich nur noch mal die Tutorial-Quest machen. Hab ich hier Frame-Drops, aber warum? Ich weiß nur nicht, was das mit diesem ständigen Beschiss da ist. Dann will ich diesen Blauglanz mal vorsichtig. Warum mir ständig der Sound abschmiert bei dem Spiel. Das kann ich echt nicht benennen. Ich weiß nicht warum. Sieht schon ziemlich geil aus hier. Aber das ist Farbe, ne? Heiße Quelle. Oh, lass die malen. Warte, was für eine Quest ist denn jetzt aktiv? Ja, die wollte ich... Oh, ich bin doch so ein Nappel. Die Jäger wollte ich doch eigentlich machen, bevor ich... Och. Entschuldigt, da hat sich irgendwie die falsche Quest automatisch aktiviert und ich hab's nicht hinbekommen oder nicht mitbekommen. Ach. Entschuldigung. Ja, eigentlich in der letzten Zeit schon wieder Werbung auf meinem Kanal gesehen. Die Kälte fühlt sich beinahe wie Sonnenbrand an. Werbung vom Stream aktiviert steht da, aber das ist die ganze Zeit bei 0 Sekunden. Ich habe aber keine Benachrichtigung bekommen, dass mein Affinitärstatus weg ist oder so. Das wundert mich dann schon. Also da könntet ihr mir vielleicht eine Information geben, wenn ihr möchtet, weil ich kann das ja selbst nicht sehen. Ja, kann man mal machen. Da ist noch ein Kontrollturm, der ist aber relativ weit weg. Ja, Autos und so weiter und so fort. Ich mag ja solche Spiele. So generell so postapokalyptische Spiele, die so ein bisschen so eine verrauchte, kaputte, verlassene, verwahrloste alte Welt zeigen. Hat mir bei Nier Automata auch sehr gut gefallen. Ich fand es halt nur schade, dass man bei den meisten Sachen halt wirklich... Dass man bei den meisten Sachen halt natürlich nicht... alles erkunden konnte. Das wäre so schön gewesen, wenn man einfach wirklich hätte jedes Gebäude, was du sehen kannst, mal einfach begutachten könnte und so weiter und so fort. Vielleicht auch so Kleinigkeiten mitbekommen könnte. Sag mal, bin ich zu blöd, das Vieh zu treffen?
finde es ein bisschen schade, dass es so kalt ist, dass Aloys Rüstung halt weiß wird. Aber dann springen wir halt hier durch Wasser. Ich glaube, ein normaler Mensch wäre selbst, egal wie dick die Rüstung wäre, wären wir schon längst, keine Ahnung, erfroren oder so. Mir gefällt nicht, was ich da höre, und ich bin froh, dass wir auf normal spielen. Da ist ein Kontrollturm. Sagen, den machen wir mal zuerst fertig. Versuche ich zu one-hitten. Ich weiß nicht, ob das so eine schlaue Idee ist. Warte mal, mach ich das lieber damit. Also ich komme halt gut klar mit dem Bogen. Die Frage ist halt, ob das so eine schlaue Idee ist, den voll auf Handhabung zu machen. Ich hatte in den letzten Streams nie Werbung, ja. Legt ihr los, Feuerfäuste! Zum letzten Mal, oder? So heißt es. Ja. Das sollten wir vielleicht nach der Jagd nochmal besprechen. Oh, weg von den Pirschern. Ich habe keine Muni mehr. Wenn man den Schleudern läuft. Ja, dann gibt es wahrscheinlich bei mir auf dem Kanal keine Werbung mehr. Ich sag nein. Das ist okay. Ihr wisst, was zu tun ist. Wenn ich die wenigstens treffen würde, dann würden wir das durchaus hinkriegen. Aber nein. Da müssen mir ja irgendwelche Leute immer im Weg stehen. So, wo ist denn der andere Typ jetzt? Da. Nichts bringt mein Blut so in Ballung wie die Jagd. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber wir haben gut auf die Fresse gekriegt. Wir haben aber gut ausgeteilt. Also man muss sagen, wie man... Verderbnistilgerin, Eisjägerin. Ja gut, das wäre natürlich auch ein Outfit, was hier gut passen würde, aber... Ja, Schmiedefeuer, Fähigkeiten... Ich weiß gar nicht, was ich machen will, bin ich ganz ehrlich. Ich reite so wenig... Aus, Aloy. Und ein Teil weniger. Noch eins, dann könnt ihr das Burgrenn zurückzahlen. Es fängt an, sich echt anzufühlen. Ich glaube langsam, dass wir es hier wirklich wegschaffen. Ich dachte, dass wir keine Woche ohne Nokoni schaffen würden. Aber seht uns an. Wer ist Nokoni? Nokoni war eine Freundin von uns. Sie forderte den Häuptling heraus für den Berak. Sie schafft das nicht. Nein. Wenn du die Geschichte erzählst...
dann richtig. Sie wurde umgebracht. Was? Seid ihr deshalb fortgegangen? Wie gemein ist das denn? Die Sache zwischen Nukoni und dem Häuptling? Onekut wusste, Nukoni war unsere Mentorin, unsere Freundin. Wir mussten gehen. In dieser Nacht schlichen wir ins Lager, packten unser Zeug und gingen. Wie Feiglinge. Was sind wir, Tatai? Wir sind Banuk, oder? Überleben und siegen. Das tun wir. Aber sie nicht. Nukoni forderte ihn heraus? Warum? Onekut schmückte sich mit Macht und Autorität, wie andere sich mit Edelsteinen schmücken. Wenn man ihm die Füße küsste und ihn mit falschem Lob übergoss, erhielt man beim Jagen Vorteile. Der Verak war gespalten. Einige heuchelten Onekut ihre Treue vor und der Rest von uns wartete, dass es besser wird. Bis Nukoni. Sie war die beste und mutigste von uns. Sie war die, die Stellung bezog. Was passiert? Wie habt ihr Nukoni verloren? Sie forderte ihn zu einem Jagdwettkampf heraus. Onekut, verdammt! Er war nicht mal halb so gut wie Nukoni. Rate mal, wer wieder ins Lager zurückkehrte. Onekut, grinsend wie ein Schnappmaul. Oh, wo ist die kleine Nukoni? Wir spürten Nukoni im Wald auf, fanden sie unweit des Ausgangspunkts. Ihr Genick war gebrochen. Ich will sie nicht so in Erinnerung haben. Aber manchmal kann ich nur noch daran denken. Tut mir leid, Tatai. Sie muss dir viel bedeutet haben. Euch allen. Es tut mir leid, was ihr durchgemacht habt. Es ist schön, gehört zu werden. Danke, Aloy. Es spielt keine Rolle, okay? Was in Ban-Ur passiert ist, liegt dort begraben. Was jetzt zählt, ist, was im Sonnenreich passiert. Da machen die heißen Habichte sich einen Namen. Habe ich recht? Die heißen Habichte? Im Ernst? Geht leicht von der Zunge. Wie erbrochen ist? Also, als nächstes. Westlich von hier ist ein See. Dort finden wir bestimmt einen Schnappmaulzahn. Wir sehen uns dort. Wenn du vorher ankommst, warte beim Lagerfeuer. Wir kommen dann. Die heißen Habichte. Ich glaube, die sind sich... Ich mag die drei. Die sind ganz... Die sind tough. Die sind okay. Dieser Vulkan. Die jagen uns hier quer durch das Gebiet, ne? Beim letzten Kampf. Mit dieser Musik hört sich das ziemlich interessant an. Ich glaube, der Häuptling ist nicht ganz sauber. Das sollten wir uns vielleicht merken, weil wir wollen ihn ja an sich auch herausfordern. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Und ja. Müssen wir vielleicht warten, dass der nicht so ganz sauber ist. Weil uns die eine Schamanin ja gesagt hat, wir sollen ihn herausfordern. Da ist es vielleicht ganz gut zu wissen, dass der halt mit der Nukoni kurz einen Prozess gemacht hat. Und ich glaube, gebrochenes Genick ist jetzt nicht unbedingt... ich glaube nicht, dass das irgendwie ein Schnappmaul gewesen ist. Dann hättest du andere Wunden. Keine Spur von ihm. Dann muss ich wohl warten. Aber die Kämpfe machen Spaß, die Jagd. Ich habe mir langsam Sorgen um euch drei gemacht. Alles in Ordnung? Wir haben die Zeit gebraucht. Nach dem letzten Gespräch mussten wir unsere Gedanken sortieren. Das glaube ich gern. Nur noch eine Jagd. Dann ist eure Schuld beglichen und ihr könnt nach Süden ziehen. Bereit? Jägerin, die sonnigen Schneeschuhe erwarten dein Signal. Da muss selbst Aloy lachen. Komm schon. Ich bin echt beeindruckt, Tulemann. Die sonnigen Schneeschuhe. Wusste nicht, dass du den Namen Heiße Habichte noch übertreffen könntest. Die heißen Habichte, sonnigen Schneeschuhe. Ich fand ihn gut. Lasst uns jagen. Naja, du brauchst einen in der Truppe, der ein bisschen Biese macht und sie aufheitert. Die Frage ist nur, was mache ich?
glaube nicht, dass er so funktioniert. Ich glaube, ich bin zu weit weg. Wir müssen die Türme zuerst fertig machen, sonst werden die Maschinen alle wieder repariert. Okay. Muss ich nur gucken, wie ich diesen Turm da fertig mache. Aber da ist auch noch einer. Erledige die Maschinen. Ja, das wird interessant. Ich bin für den Scanner nicht nah genug. Das wird wahrscheinlich genau das Problem sein. Oder ich bin nicht weit genug, um... Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Aber schön, dass hier noch ein Fisch ist. Hier sind einige Fische. Wir werden fischen. Aber erst die Türme. Sonst vergesse ich die. Ah, ich muss die Entfernung mit berücksichtigen. So, hier gibt es nur noch den da hinten, ne? Sag mal, bin ich zu blöd, durch den Schnee zu durch die Bäume zu schießen? Das ist ein Scharfschussbogen. Der sollte da durchgehen wie Butter. Na komm. Put. So. Das war keine Warnung. What the fuck? Was war das für ein Sprung? Na komm! Ja.
the fuck? Alter Schwede, lecko mio, was geht denn hier ab? Also ich will mich nicht beklagen, es macht Spaß, ja, auf jeden Fall. Oh, komm schon. Ernsthaft. Die hier gehört mir. Das ist schön. Alter. Geschafft. Wir haben es geschafft. Gut, wir helfen Burgrent. Burgrent hilft uns. Burgrent hilft Elf. Das ist dann der Abschied vom Schnitt. Alter Schwede. Hier draußen könnte man glatt vergessen, wie sich Wärme anfühlt. Wir sind schon weg. Geschafft. Wir haben es geschafft. So. Ich will natürlich nach so einem Kampf meinen Loot nicht vergessen. Ob ich noch irgendwelche Schatztruhen habe. Ja, super. Ich weiß nicht, woher die kommen, aber ich will mich nicht beschweren. Ich will mich über diesen Draht nicht beschweren. Ich meine, ich hätte doch jetzt was Fischiges bekommen. Da kann ich doch jetzt irgendwas herstellen. Es fehlt, Alter, mir fehlt Reinholz. Das habe ich mir so gedacht. Irgendwann kommt's. Guter Fund. Wie voll. Warte mal, ich kann doch auch irgendwie die Modifikation auseinandernehmen, oder? Ja. Zumindest die grünen. Waffenspule der Trommlerin. Eisschock und Verderbnis. Gar nicht mal schlecht. Sollte vielleicht mal nach den Spulen von meinen Waffen gucken, ob ich da vielleicht was Gutes finde. Bei meinem Jägerbogen bin ich allerdings nicht so ganz schlüssig, ob ich da vielleicht... Also die grünen sind relativ meh, die blauen sind selten und die pinken sind sehr gut. Dementsprechend bin ich, was das angeht, immer sehr freigebig im Auseinandernehmen. Komm, Aloy, geh doch da raus. Oh, komm schon. Kannst du nicht hochkrabbeln? Rohstoffhaufen. Komm her, Aloy. Unser Abschied soll angemessen sein. Ja, jetzt lass mich erstmal looten, okay? Dann können wir alles machen. So, hier gibt's auch noch was. Jetzt können wir. So, da
das ist das letzte Teil für Burgrind. Damit seid ihr drei wohl schuldenfrei. Fürs Erste. Bis Urkai was anderes kaputt macht. Das war nur einmal! Du wärst eine gute Schamanin, Aloy. Danke für die Hilfe. Vielleicht treffen wir uns irgendwann im Sonnenreich. Und wenn ihr im Sonnenreich seid, was dann? Was tut ihr dort? Wir jagen, wie Nukoni es wollte. Nukoni hatte Träume. Ein Verak, in dem man sich gegenseitig hilft und aufeinander aufpasst. Ohne Schamanen und Häuptlinge. Kein Grund, sich die Macht gegenseitig zu entreißen. Hört sich nach viel Arbeit an. Doch es lohnt sich bestimmt. Und ein schöner Tribut für Nukoni. Wir können der Verak werden, den sie sich wünschte. Ich kann eure Beute jetzt nicht mehr zerlegen. Meint ihr drei kommt zurecht? Ah, das sieht nicht so schwer aus. Wir kommen klar. Klar. Er schaut dreimal dabei zu und auf einmal ist er ein Schamane. Wenn ihr in Sangesgrund seid, sprecht mit Burgrend. Wenn er selbst euch nicht helfen kann, kennt er jemanden. Bestimmt. Und ich wette, dass die Einführung was kostet. Danke, Aloy. Wir kriegen das bestimmt hin. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Wie fühlt es sich an, die Banuk hinter euch zu lassen? Das Einzige, was ich vermissen würde, ist nicht mehr. Sollen all diese miesen Ban-Urschleimer erfrieren? Das geht ein bisschen zu weit, Urkai, oder? Seltsam. Was heißt es, Banuk zu sein, wenn Ban-Ur dich aufgibt? Wie entscheiden wir, wer wir sind? Was ist mit dir, Aloy? Was denkst du, wer wir sind? Was bleibt dir von uns in Erinnerung? Ihr habt jemand Wichtiges verloren. Das hinterlässt Wunden. Ich wage einfach den herzlichen Weg. Die Art, die bei vielen Leuten niemals richtig verheilt. Ja. Und es ist uns nichts außer den Narben geblieben. Und um sie geht es. Sie stehen fürs Überleben. Nach allem, was ihr durchgemacht habt, gebt ihr nicht auf. Wir sind die Narben des Nordens. Narben des Nordens. Klingt richtig zäh, oder? Danke, Aloy. Ein guter Name. Er verdient Ehre. Das ist... Ich sag dazu jetzt nichts mehr. Ich bin, was das angeht, jetzt einfach mit deren Namen durch. So, okay. Ich muss gleich mal gucken, wie viel Scherben ich habe. Ich hätte nämlich gerne noch diesen Scharfschussbogen. Alles andere ist relativ egal, weil... Als ich das DLC für mich durchgespielt habe, habe ich natürlich versucht, alle Tierfiguren zu kriegen. Also da habe ich es wirklich versucht, zu 100% durchzupetzen. Das frisst aber... Eieiei. Ja. Dieser Ossaram in Steinfall hat seinen Meister gefunden, was? Nee, frisst aber Zeit. Finde den Verak, fordere Artak heraus. Ach, für den Verak. Ja, kriegen wir später hin. Ich würde gerne vorher nochmal einen anderen Bogen haben, aber ich glaube, das kriege ich nicht hin. Burgrend, hat sich deine Investition gelohnt? War ganz gut, danke der Nachfrage. Weißt du, dass die drei verrückten Banuk sich jetzt Narben des Nordens nennen? Tja, und mit diesen Teilen kann ich jetzt selbst Schulden begleichen. Die sind also nach Süden? Ja, das sind sie. Ich habe einen Freund im Sonnenreich, der Otur heißt. Ist mir was schuldig. Otur ist ein Maschinenplünderer. Ein ziemlich kompetenter. Also werden sie vom Besten lernen. Oder zumindest vom ziemlich Kompetenten. Naja, wir arbeiten mit dem, was wir haben. Ach, apropos, hier, ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Bessere Zeiten als die jetzt. Lauglanz! Geil! Ich glaube, der hat mir genau das gegeben, was ich brauchte. Jetzt will ich doch erstmal zu diesem komischen Händler. Hoffentlich kann ich jetzt meinen neuen Scharfschussbogen bekommen. Der wird... Schlechter Bogen. Nein, Scharfschussbogen. Yeah! Yeah, Daddy! Gut. Jetzt würde ich gerne... So. Was haben wir denn hier? 44% Schaden. 41% und 36%. Geil. Super duper. Wunderbar. Was haben wir hier? Ja.
29% Schaden und Abriss brauche ich jetzt nicht. 55% Handhabung brauche ich jetzt auch nicht zwingend. Handhabung und Abriss. Ich würde gern gucken, ob ich vielleicht Feuer mache. Feuer, Schaden und Eis. Habe ich aber nicht. Dann würde ich sagen, wohl Feuer und Schaden ist nicht schlecht. Und die 60% Handhabung lassen wir da drin. Feuer auch. Und dann würde ich die auch weglegen. Und einfach mal gucken, was das probiert. Weil Handhabung sollte da eigentlich genug sein. Wunderbar. Da habe ich alles, was ich brauche. Ich weiß nicht, ob es noch mehr Quests gibt. Schienenteil, Sperrmodifikation, Blauglanz. Das wäre auch noch eine Sache. Aber ich will eigentlich nur noch für den Verak. Erzählt sich über deine Taten viele Geschichten. Du scheinst besonderes Interesse an unserem Flechtenschnee zu haben, Fremde. Ja. Und scheinbar werde ich auch nur so alles davon sehen können. Du forderst mich? Für den Verak. Du? Ha! Das ist wohl ein Witz. Es ist kein Witz, Aratak. Als deine Hand. Und mit deiner Unterstützung bin ich gezwungen anzunehmen. Du enttäuschst mich sehr, Schwester. Du hast mich vom Donnerkampf ferngehalten, Bruder. Bruder und Schwester? Das ist etwas komplizierter, als ich dachte. Nein, ganz einfach. Du triffst mich bei den Frostfingern. Dann bereite ich diesem Hohn ein Ende. Ich schulde dir wohl eine Erklärung. Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, das tust du. Dann mal auf. Ich bin ganz Ohrmädchen. Warum hast du nicht erzählt, dass du Arataks Schwester bist? Ich dachte, das wäre nicht nötig. Dass Aratak es einer Fremden gegenüber erwähnt hat. Er muss sehr wütend sein. Ich komme nicht so gut zurecht mit Menschen. Ich bevorzuge eher Geisterstimmen. Oder mich selbst. Ich wollte nicht, dass du unsere Reise als irgendeine Art Familienzank siehst. Sie ist viel bedeutender als das. Okay. Familiendrama beiseite. Wie soll diese Herausforderung aussehen? Du und Aratak werden Maschinen bei den Frostfingern jagen. Der Schnellste wird der Sieger sein. Es wird nicht einfach. Nichts hieran war es bisher. Wenn wir uns am Startpunkt treffen, erzähle ich mehr. Am Fuß der Hügel ist es einfacher zu erklären. Uriah, es ist egal, wer mit wem verwandt ist. Ich will wissen, was im Donnerkamm ist. Die Stimme, der Dämon und wie alles mit den Maschinen zusammenhängt. Aber wenn wir das durchziehen wollen, musst du ehrlich zu mir sein. Ich habe Xbox One Controller so häufig benutzt. Das Gummiprofil, dass das Gummiprofil hier komplett ab ist. Oder fast. Normalerweise haben die hier so eine kleine Mulde drin. Im mittleren des Cursors. Dann riskiere ich mal mein Leben, um eine Banub-Jagdgruppe anzuführen. Das wollte ich schon immer. Frostfinger, ich komme. Das wollte ich schon immer. Ich will noch mal kurz Baby machen. Ups. Ja. Jo.
So, wunderbar. Machen wir hier mal weiter. Ja, wenn das vorbei ist, dann können wir mal gucken, was wir als nächstes spielen. Je nachdem, worauf ihr Bock habt. Also von mir aus können wir den Stream noch gerne ein Stückchen weitermachen. Mir ist es relativ egal. Ich muss nur gucken, dass ich vielleicht meinen Bärenbeutel nochmal fülle. Warum laufen die hier rum? Spionieren die mir hinterher? Wie die Aloy friert. Das finde ich nicht lustig, ich finde das ein bisschen schade. Alles gefriert. Der Boden, die Luft und ich. Yo. Hier gerade in irgendeinem... Plünderer. Was hat der Plünderer hier zu suchen? Reinholz. Das ist ein alter. Ich will nichts sagen, aber der braucht ein bisschen Handhabung. Ist nur ein Pfeil. Aber der frisst. Was zum Geier? Was ist mit dem Ton los? Ich habe keine Ahnung, was mit dem Ton los ist. Aber der Bogen ist der Hammer. Ich den jetzt nicht. Warum habe ich den jetzt nicht gewone-hittet? Das Gefühl, das Spiel läuft zu lange. So, Inventar. Den jetzt eigentlich alles für Modifikation? 100 Pro, oh, Schaden, Abriss, Feuer. Ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Mhm. Warte mal, ich will mal was gucken. Vielleicht habe ich noch irgendwas, was nicht ganz so viel... Ah, es gibt nur Schaden und Abriss. Weißt du, was geil wäre? So Schadenhandhabung, ne? Das wäre richtig genial. Das würde ich so feiern. Das wäre was, genau was Perfektes für meinen Bogen. Aber Alter, habt ihr den Damage-Unterschied gesehen?